Hallo Schokoboboy. Ihr seid in einem Wald für Anfänger. Schokobowald für Anfänger. Wenn ihr so einen Lärm macht, laufen die Schokobos alle weg. Nett, tsch, tsch, weg mit euch. Nett. Du willst ein Schokobo fangen? Na klar will ich das. Schokoboflügel? Ja, du verlangst Geld dafür wie immer. Aber ich habe ja... Ach nee, doch nicht. Nur für die Nutzung der Gebrauchsanleitung Schutzgelder. Klar. Danke. So, dann erkläre ich das mal. Schokobo Sonar. Also Schokobo Sonar ist dieses Piep, 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 was so an der Seite ist. Und das zeigt uns, wo das Schokobo gerade ist. Ich glaube, wenn es ganz schnell piepst, ist das direkt über uns, das Viech. Und mit dem Schokobo Zack wird das aufgescheucht. Das ist, glaube ich, wie so eine Pfeife, der dann das Viech runterjagt. Genau. Die Richtung mit ermittelst du mit dem Schokobo Sonar, nachdem du B4, warte mal, 1, 2, 3, muss Viereck gewesen sein bei mir. Halte einfach B1 gedrückt und laufe herum. Okay, B1 war Kreis bei mir. Die Kleinen interessieren mich nicht, ich will schließlich drauf reiten. Ah, la la la, Schokobo, du, also wenn ein Schokobo-Kid runterfällt, kommt natürlich auf jeden Fall die Mutter. Und dann kann ich mir diese holen. Klingt ziemlich einfach, ist es nicht immer. Also wählen, mit B1 darauf spielen. Ach so war das, wenn sich der Ton ändert, ist ein Schokobo in der Nähe. Mit B4, also Viereck, kannst du den Schokobo-Zack wählen und mit B1 fangen. Okay. Okay, also wenn das dann unten ist, das Viech anreden und ja. Ja. Genau. Piep, piep, piep. Für einen extremen Billigtarif. Ist klar. Und das Blinken, das zahlt man extra. Okay. Hey, warte mal. Na, so, also war doch nicht Kreis, weil Kreis öffnet sich das Menü. Ah, erstmal Viereck, genau. Dann wählt ihr die Schokoboflöte zum Suchen, das so nah. Jetzt könnt ihr B1 drücken, das ist bei mir. Bin ich blöd? Aber ich muss doch... Ah, Dreieck. Das ist das Richtige, das ist der richtige Ort. Und jetzt will ich nämlich wieder Viereck. Nimm die Schokoboflöte zum Fangen. Übrigens ist es bei mir Dreieck. Also ein Dreieck zum Piepsen ist. Genau, und dann. Ja. Ja, ich rede die an. Verstehe ich jetzt nicht gerade. Nochmal Schokobo Sonar. Genau. Und dann die Schokoboflöte zum Fangen. Ein Dreieck. Ja, und jetzt? Aber ich habe doch so ein Viech. Was muss ich denn nun machen? Hier? Ist das die falsche Stelle gewesen? Merkwürdig.
Na super. Mama Schokobo hat einen Liebling. Das weißt du, dass man das nicht machen sollte, ne? Mit dem Schokobo aus dem Wald reiten. 2, 3, 4. Yay, mein erster Schokobo. Und genau das müssen wir machen. Oh, mein Bein. Ach Gott. Ja, auf jeden Fall können wir jetzt jederzeit mit dem Schokobo rumreiten. Ah, oh, Gott, Schmerz. So, Fuß. Den Kleinen einen Namen geben. Ah, geil. Das ist übrigens, das werde ich, glaube ich, ich guck mal, ob ich während des Lehrgangs Zeit habe, da werde ich mal einen ganzen Part, der wird natürlich keine ganzen 15 Minuten gehen oder, ja, mal schauen, einen ganzen Part mit der Schokobo World machen. Da zeige ich euch, wie das funktioniert. Also ich habe natürlich die PC-Version, da ist das Gott sei Dank mit drin. Ich habe das Ding zwar auch gekauft, das kriegt ihr am besten bei eBay, das ist gar nicht mehr so teuer. Aber ja, das geht halt auch, ne? Und da zeige ich euch mal, wie das so ungefähr funktioniert. Ich habe natürlich auch noch nicht so Ahnung, weil ich das erst seit... Also die Schokobo World habe ich selbst noch nie benutzt im Spiel. Aber ja. Man kriegt ein paar ganz nette Items, so wie ich gehört habe. Und ja, ist halt wie so eine Art Tamagotchi für zwischendurch mal. Du kannst ja mit Schokobo World kommunizieren. Die Musik ist so cool. Und man ist so schnell mit dem Viech. Perspektive. Ja. Musik? 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 Das ist doch das Geilste an allem. Egal. Erstmal willkommen. Genau, das war der erste Schokobo-Wald. Und brauche ich nicht. Mal schauen. Ja, das war's eigentlich schon. Also anscheinend muss ich jetzt zum nächsten Wald. Ich guck mal gerade welcher. Das ist bei Trapia der. Oder kann ich sogar mit dem Schokobo hin? Aber ich glaube. Na shit, umsonst jetzt hier. Das wollte ich gar nicht. Ich glaube, wenn ich jetzt Items. Und dann Gietzerkraut. Was habe ich hier? Geht gar nicht. Ah, Moment, ich will mal was probieren. So, ab jetzt ist nämlich hier die Schokobo World. Ich speichere kurz ab. Wie cool! Was, Level 51? Es geht gar nicht. Ach doch, klar. Na sicher. Ey, ist ja geil. Das habe ich nämlich, ich habe zwischendurch ein bisschen gespielt. Cool. Ja, jetzt ist es wieder eine Schokobo World zurück, die Viecher. Ich habe nämlich zwischendurch ein bisschen was gespielt. Und habe, das werde ich mal lieber hier oben speichern. Und habe dann natürlich ein bisschen ein paar Items bekommen und so. Und ja, das kriegt man so Feines. Ich schaue mal gerade, ob ich irgendwas bekommen habe, was ich noch nicht kenne. Habe ich schon? Kondon, ui, schön. Fressen, auch sehr schön. Behandeln, oh, behandeln. Feuersiegel, wenn man es im Kampf... Ach ja, genau. Königskrone, ja. Nett, nett, auf jeden Fall. Echt nett. Moment mal, ich habe keine Beat'em Up 2. Wo kriege ich denn die her? Ah, okay. Kommt jetzt bald. Ja, auf jeden Fall
werde ich jetzt nochmal in den Wald reingehen, weil ich brauche einen Schokobo. Ja, ich brauche wieder eins. Brauche ich nicht. Achso, ich glaube, ich kann mir das ja auch so holen. Erstmal Viereck. So, na. Dann auswählen. So. Dann hole ich mir den Vogel her. Laber den an. Krieg die Mutter. Kann aufsteigen und rausreiten. Da brauche ich mich nicht, brauche ich mich nicht das Geld für Gizerkraut ausgeben. Oh Mensch, wieso ist denn hier Kisaun dabei? Das ist doch das Coolste an dem ganzen Viech. Und ich glaube, ich kann nur... Ich guck mal gerade. Kann ich hier runter? Nee, ich kann nur darüber. Und ich kann auch, glaube ich, nur im flachen Wasser laufen. Das ist aber kein Problem. Da es ja hier direkt rüber geht. So, jetzt muss ich... Ach ja, und ich glaube, ich werde auch nicht angegriffen. Das ist das Schöne. Wo gibt es hier einen Schokobowald? Ich glaube, irgendwo beim Traviergarten war was. Ach, ist das schade, dass hier keine Musik dazu kommt. Haben die das nicht eingefügt oder was? Ich kann ja rumpfeifen währenddessen oder so. Hier ist übrigens der Traviergarten, aber da gehen wir gleich erst hin. Erstmal werden wir ja nach Balam gehen. Ah, hier haben wir ihn doch. Hello. So. Der ist echt überall, der Typ. Sehr schlimm. Brauche ich nicht. Was nun? Die sind doch schon hier. Also erstmal wähle ich das so nah aus. Die sind überall. Könnten das Viech sein? Ich glaube, ich bin im Falschen. Okay. Viereck. Schokobo, zack. Dreieck. Und dann hier. Und das Anreden. Also wundert euch nicht, ich habe das Buch nebenbei offen, weil ich habe überhaupt keinen Plan, wie das geht. Aber jetzt habe ich immerhin den zweiten Vogel. Und wieder keine Musik. Ich guck mal, wo der andere Gartenteil ist. Oh, ich bin total falsch gelaufen. Okay, auf jeden Fall ist das, habe ich den ersten und den vierten Wald schon mal. Der zweite ist hier drüben. Also ihr seht, je weiter wir im Spiel fortkommen, umso... Jetzt nicht weniger weiß ich, aber umso, naja, umso, wie sagt man? Also ich weiß dann halt nicht mehr alles irgendwie, wo ich dann alles aus dem Schlaf kann oder so, ne? Weil ich halt ziemlich viel am Anfang immer gemacht habe und später dann, wenn ich neu angefangen habe, dann nicht unbedingt immer dieses Verlangen hatte, alles nochmal komplett neu zu machen. Ich wollte dann halt wirklich die Story machen. Ja, ich brauche wieder einen. Ich bin total Schokobo-geil. So. Ich
erstmal auswählen. So, das hier muss ich nehmen. Genau. Jetzt wähle ich wieder. Jetzt wähle ich wieder den Sonar aus. Hier vorne hin. Und jetzt wieder den Schokobo-Zack. Und der bleibt übrig und dann kommt die Mutter. Na, wie ist denn das? Oh, bitte sag nee, der muss jedes Mal gratuliere sagen. Hm.